Willkommen zurück zu Psychonaut. Es tut mir leid, dass das letztes Mal in dem Part abgekackt ist, sozusagen, auf gut Deutsch gesagt. Und außerdem tut es mir leid, dass ich kaum was geschafft habe. So, mal sehen. Wir sollen den Heißluftballon runterholen. Dann wechseln wir nochmal die Bühne. Der Luftballon, wissen wir ja, war hier in der dunklen Zeit, wo wir auch hochklettern konnten, vorhanden. Das heißt, wir machen das einfach mal kurz. So. Mal sehen, ob das Richtige ist. Hoffentlich kommen wir hier mal voran. Oh, warte, falsche Richtung. So. Das ist echt eine bescheuerte Welt, um ehrlich zu sein, ohne das irgendwie zu verletzen oder so. Es ist, wer Theater mag natürlich, aber das hier ist ein bisschen crazy gestaltet. So, vielleicht können wir von hier, habe ich mir gedacht, das Megafon benutzen und dann nochmal das von Heimagata spielen. Vielleicht kommt dann der Luftballon runter. Ja, er ist unten. So, dann gehen wir mal nach oben. Wird geladen. Das richtige Theaterstück finden und es auf der richtigen Bühne anwenden. Mit dem Ballon zu dem Laufsteg hinauf. Fliegen sind wir eigentlich auch schon, oder? So, jetzt sind wir oben. Mal sehen, wer das Phantom ist. Und das haben wir auch geschafft, wie wir gerade sehen. Wir hören es lachen, gegen das Phantom kämpfen. Das ist ja richtig spannend. Gleich hier so Action am Anfang des Parts, unglaublich. Aber Gott sei Dank sind wir jetzt mal weitergekommen. Das freut mich. So langsam wird man auch deppert von dem Theaterstück hier. Muss ich ehrlich mal sagen. Huh. Oh. Okay. Ich bin nicht willkommen, das ist nicht gut, warum? So, ich brauche auf jeden Fall das Schild mal, das machen wir mal hier rauf. Oh. Nein! Nein! Boah, eine Projektion verloren, ich habe nur noch 4 Stück? Das ist richtig heftig. Das ist doch dieser Kritiker mit der Stimme. Hä, wie kann er denn das machen? Ist ja komisch. Oder die hatten für die Produktion nicht so viele Synchronsprecher. Nein! Boah, gleich eine Projektion verloren. Ich fliege ja gleich hier raus. Ja, werde ich gerade haben. Sieht ja so aus, ne? Das ist ja unglaublich, sowas. Ey. Da muss ich mich jetzt richtig konzentrieren. Ich habe nur noch 3 Projektionen. Das ist heftig. Boah, Gott sei Dank habe ich es geschafft. Boah, wie kommt er hier rauf, dieses Phantom? Ist das wirklich der Kritiker? Soll das wirklich sein? Warum bin ich hier nicht willkommen? Ich will doch dich nur töten. Das ist doch... So, das verstehe ich nicht. Das ist mein Heiligtum. Ach so. Aber wir wollen Gloria helfen, damit wir hier aus diesem blöden Traum endlich rauskommen. Psy-Schlag-Upgrade bei Stufe 40. Mehr. Oder es ist das Letzte, was du tun. Ah, so kann ich richtig hochspringen. Aber ich darf nicht runterfallen. Dann war es das sofort. Na, dann habe ich nur noch 2 Projektionen und dann wird es richtig, richtig knapp hier. Das Phantom. Ich weiß und ich bin Rasputin. Was ist das denn? Hilfe! Wow. Oh, geil! Oh, das finde ich an dem Spiel so Hammer, dass man hier alles mögliche macht, sliden und so. Oh, nee. Dummes... Nein, ich komme da nicht rauf. Jetzt brauche ich doch eine Schusswaffe. Ups. Hier, ich schieße darauf jetzt. Okay. Okay, das muss ich jetzt besser machen. Und zwar jetzt zurücklaufen. Ich habe ihn anvisiert. Ich treffe ihn aber von hier nicht. Ich muss kurz warten noch. So, jetzt zurückgehen. Und er ist tot. Yes. So. Jetzt komme ich hier langsam voran wieder. Ein Anhänger. Aber ich darf nicht... Gut, ich muss hier warten. Ich darf hier nicht sterben. Ich habe nur noch 3 Projektionen. Wie heftig. Dass man gleich eine einzige schon... dass man eine schon verliert, wenn man daneben springt. Nein! Ja, Gott sei Dank. Und jumpen. Boah, ey, die Bühne ist von oben ziemlich groß, muss ich sagen. Aber wie gesagt, das sehr, sehr Positive an Psychonaut ist, dass jedes Portal von irgendeiner Person was anderes zeigt. Von Milchmann war es ja auch was ganz anderes. Da musste man auch strategisch anders denken und so. Hier ist so eine Kampfwand. Oh, ich dachte, ich fall runter. Da weint jemand. Oh, wir sind schon wieder 39. Ja, wie oft willst du es noch sagen? Komme ich da so einfach auf? Fragezeichen. Ja, komme ich.
So, jetzt muss ich mich besser positionieren. Da ist eine Projektion. Ganz, ganz wichtig, die Projektion. Sau, sau wichtig. Ja, ja. Werden wir ja sehen, du kleiner Piepmatz, du. So. Ich bin das Phantom. War ich hier schon mal? Ne, hier war ich noch nicht. So, ganz vorsichtig abseilen lassen. Ey, ich brauche die Projektion. Ready now. Hallo? Wow, was macht der? Boah, wie stark sind die hier? Schutzschild. Warum hat das nicht... Ich sterbe. Boah, Hilfe. Was hat der für starke Diener? So, hier haben wir noch was von Gloria. Wieder Geheimnisse. Gloria Sternschuppe. Gloria, Gloria, Gloria. Gloria von Goten. Gloria von Goten. Gloria Life. Sie wurde... stark anerkannt, bekommt den Pokal. Warum weint sie hier? Irgendwas ist da. Mother. Oh, Selbstmord. Dann steht sie im Hintergrund. Sie ist schuld oder so. Und dann verwandelt sie sich, weil sie so sauer ist oder so. Keine Ahnung. Was? Boah, Alter, habe ich mich da gerade erschreckt. Boah, was sind das für Teile hier? Wie soll ich denn da durchkommen? Gott sei Dank habe ich jetzt noch eine Projektion. Ja, ja, schön, dass du dich zusammengefunden hast. Jetzt haben wir eine astrale Projektion, wieder 4, das heißt, wir können sterben, hört sich immer so leichtsinnig an, weißt du? Hallo, mach doch dein Schutzschild. Warum macht das denn manchmal nicht? Mann, 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 da braucht immer eine Extra-Einladung der Rescue-Team. Alter, Phantom? Ich stelle mir gerade schwer vor, weil ich das hier schon ziemlich schwer finde, ehrlich zu sein. Und einmal durch. So, jetzt kommen wieder die. Psy-Card-Upgrade erhalten. Kettenschlag. Deine Psy-Schlag springt von einem Gegner auf den nächsten Gegner über und kann bis zu 3 Gegner gleichzeitig treffen dann. Pass auf. Erstmal mache ich das hier und dann das. Und dann das. Aller geistige Müll sortiert. Blablabla. Sehr schön. Sauber. Boah, wie gut wir sind. Was wir schon alles jetzt eingesammelt haben. Jetzt haben wir noch diese Erweiterung. Das gefällt mir. Ja. Yeah. Sind wir gleich beim Phantom. Oh, ein Fahrstuhl. Wie nett. Phantom, ich warte auf dich. Oder du wartest eher auf mich. Nein. So, und jetzt zack. Boah, boah. Boah, der hält echt viel aus. Jetzt ist er tot. Ich bin's aber auch so gut wie. Komm schon, greif mich an. Boah, das war ganz knapp. Ich bin... Boah, Mann, ich bin so gut wie tot. Was ist das? Das ist das Phantom. Dies ist das versteckte Phantom. Der spricht genau wie der Kritiker. Oder dein nächster Schritt wird der letzte sein. Was sollen wir machen? Hier ist eine Kerze. Kerze haben wir eingesammelt. So, ich gehe mal hier weiter. Scheint, als ob ich... Ah, ich soll ihn durch Licht irgendwie blenden. Kein Problem. Ich nehme die Kerze gerne und aktiviere es. Und zünde ich eine Kerze. Ja, das ist eine gute Frage. Nicht nächste Frage, denn ich weiß sie. Ich hab doch... die Kraft des Feuers. Doch. Ein tückisches Kind. Niemand ärgert ungestraft. Das Fun. Ja, ja, was auch immer. Rühr dich jetzt nicht vom Fleck. Rote Kerze ist wieder aus. Hä, die Kerze ist doch wieder aus gewesen, was... Und ich habe noch nicht mal ein Viertel Herz noch. Ich habe irgendwie weniger. Irgendwie weniger. Boah, das Phantom. Ich hoffe, eine Spritze ist das. So, jetzt gehen wir dahin, wo das Phantom ist. Okay, Phantom. Jetzt wird sich zeigen, wer du wirklich bist. Was? Was? Wie unlogisch. Hab ich mir doch gedacht. Von wegen, du meintest, es sei Becky. Na schön, das Spiel ist aus, Phantom. Was? Also wirklich? Ich soll der wildromantische Schurke sein, der das Publikum seit Jahren in Bewunderung und Furcht versetzt? Ja, du hast wohl recht. Er ist sportlich, geschmeidig und dünn. Ganz im Gegensatz zu dir.
Du Mieser, natürlich bin ich es. Dann leg den Umhang ab, du Mops. Die Zeiten, in denen du als Phantom das Theater terrorisiert hast, sind vorbei. Es war mir auch irgendwie von Anfang an klar. Das ist nichts verglichen mit der vollen Zerstörungswut eines bösen Kritikers. Wie sage ich das und bleibe trotzdem cool? Stock und Stein bricht mein Gebein, doch Worte tun mir gar nichts. Oh. Wo ist er hin? Was? Nun denn, was sagst du hierzu? Ich sage Hilfe. Gut, wir wissen, das ist ein Traum. Wenn das jetzt Realität wäre, wäre es unlogisch. Weil wie soll so ein Vetter die ganze Zeit oben nach oben hinkommen und hä? Jetzt wird's also spannend. Ich bin oben. Ich war gerade unten, jetzt bin ich wieder oben. Das ist sehr logisch. Ah, ich bin wieder unten, doch. Ich muss irgendwie nach oben mit dem, mit der Hilfe der Musik. Oh, Kerzen sammeln und oben anzünden. Dann dadurch wird er irgendwie... Ja, ich bin aber so gut wie tot. Darf man auch nicht vergessen. Gegen das Phantom kämpfen. Hä? Jasper besiegen? Wie soll ich denn da raufkommen? Boah, ich bin ja so gut wie tot. Ich muss mich gerade konzentrieren, nicht zu sterben. Dein Kampf ist schwach, uninspiriert und inspiriert. Fett. Deine Bewegungen sind flach. Bemüht. Fett. Wie komme ich denn da rauf? Meine Technik ist einfach gerade fliehen, mehr nicht. Hä? Wie komme ich nach oben? Bin ich gerade zu doof dafür? Wo sind die anderen alle? Hilfe! Die Leiter muss ich doch... Huch, warum ist jetzt das ausgegangen? Nee, ich habe keine Ahnung. Was hat das mit der Musik zu tun? Ja, jetzt bin ich tot. Jetzt wurde ich einmal getroffen. Aber jetzt habe ich wieder richtig heftige Versuchzahl, sag ich mal, dazu. Die Zuschauer wären angewidert, wenn sie wach geblieben wären. Hä? Ich schnell gerade nicht... Was? Ich soll ganz langsam so nach oben? Das ist ja heftig. Ach, ich soll dieser Tonspur hier folgen. Ha, ist ja cool. Nein! Ich bin rausgefallen. Was ist echt... Ist langweilig, aber irritierend. Halt die Fresse, du Fettsack. Du bist langweilig. Boah, das gibt's doch nicht. Jetzt hör doch mal auf, mich immer zu treffen. Ich war noch nicht einmal oben. Du bist arm. Der regt mich langsam auf. Wenn ich hier rausfliege, muss ich nochmal alles machen, glaube ich, irgendwie. Ach, ich brauche einfach nur den Ton. Na. Ah. Und so lahm wie ein Karrengaul. Oh, drei Kerzen. Jo. Ein jämmerlicher Kämpfer. Für die Aufgabe kämpft. No! Ich bin gleich tot. Wieder mal. Kriegt man auch irgendwie so ein Upgrade für die Rüstung oder so? Wow! Der hat mich fast getroffen. Ich muss hier auch gleichzeitig auf die Schüsse aufpassen. Hier. Dafür wirst du zahlen, Scheinwerfer. Jetzt wirst du sterben. Sind die weg, nimm oder? Das, du elender Abklatschter. Ich hab noch zwei. Nein. Die Zuschauer wären angewidert. Ich muss mich, ich kann hier wirklich gerade nicht reden, liebe Leute. Ich bin gerade sowas von konzentriert. Das glaubt ihr gar nicht. Ich will das jetzt endlich schaffen hier. Diesen heftigen Kampf gegen den Phantom, beziehungsweise jetzt Jasper. Ja, sicher. Aber du bist besser. So, ich habe noch drei Kerzen. Müsste ich eigentlich noch haben. Es sei denn, die sind wieder... Nein, sind sie nicht. Ja. Oh nee. Das ist richtig heftig eigentlich. Puh.
Oh, ich brenne. So, ich muss mich... So, den muss ich jetzt noch kurz töten. Ist ja doof, warum schaltet der den anderen auch noch nicht aus? Naja, gut, sonst könnte ich den wahrscheinlich nicht besiegen. Aua! Ich bin gleich K.O. Ja, klar! Die müssen auf jeden Fall... So, das wird jetzt schwer. Wenn ich jetzt eine Projektion verliere, ich weiß nicht, ob er dann wieder volles Leben hat. Jetzt muss ich mich ganz konzentrieren hier und nicht treffen lassen! Wow! Yo! No! Nein! Das war's so gut wie. Das war's, glaube ich. Das schaffe ich nicht mehr. Ich habe jetzt gar kein Selbstvertrauen mehr. Sind das irgendwie Füller da? Sieht aus wie vom Füller, was? Nein! Oh! Rasputin, Mann! So, ich bin oben. Wow, Hilfe! Einfach widerlich, bist du ja, das recht, du bist... Zünd dich eine Kerze an. Ja, überleg mal. So, ich muss das jetzt anders lösen. So. Nein! Das gibt's doch nicht, wie soll ich den... Wie viel Leben hat er? Was? Ey! Nee! Was ist denn das für ein Kack, ganz ehrlich? Das ist etwas übertrieben. Aber nur ein bisschen. Drei Projektionen einfach eingesammelt. Nee. Ich hatte noch drei Projektionen und der hat wieder volles Leben. Oh Mann, ey, der ist echt schwerer, als ich jetzt vermutet hätte. Das nenne ich mal ein richtiger Gegner. Ohne Scherz, das ist... Ups. Das ist wirklich sehr, sehr stark. Finde ich sehr, sehr gut, dass so ein Endgegner... So ein Endgegner, die liebe ich einfach, weil man da wirklich richtig draufhauen muss. Allerdings dauert das dann dementsprechend etwas länger. So. Mach doch ein Schutzschild! Ey, das gibt es doch nicht. Ich drücke das Schutzschild die ganze Zeit. Mann. Hä? Ich habe das Schutzschild gar nicht ausgerüstet. Ey, das gibt's doch nicht. Ich bin... Toll, jetzt habe ich wieder so viel verloren, dass es schwer wird. Was? Ich renn schon wieder? Was? Und die geben mir keine Gesundheit? Nein. Ja, das schaffe ich gar nicht. Das ist viel zu schwer. Echt crazy ist das. Boah, jetzt schießt er auch viel, viel schneller und alles. Wupp. Wupp. Das ist, der heftigste Bossfight momentan, den ich je gemacht habe hier. So. Es wird aber noch schwerer. Ich darf jetzt nichts mehr verlieren eigentlich. Nein. Schutzschild muss bleiben. So. Und jetzt muss ich das hier ruhig darauf setzen. Hä? Was hat er jetzt gemacht? Nein! Hier, schweben ist und bleibt muss darauf bleiben. Warum brenne ich denn? Ich war im Schutzschild. Das wirst du büßen, Bengel. Mist. Ich hätte schneller sein müssen. Er hat es jetzt zwar nicht zerstört, ich habe nochmal einen Versuch. Das Gute ist, ich muss ihn jetzt nur einmal wahrscheinlich oder so treffen, aber jetzt wird mir wieder wahrscheinlich was abgezogen, weil ich so langsam war und die respawnen und das ist ja meistens so, dass ich da nochmal getroffen werde von denen. Oh, ich habe eine Kerze. Ah, muss ich mir dann... Ah, ne, ist wieder da. So. So, er fällt runter. Jetzt muss ich ihn nur ein paar Mal treffen. Und versuchen, nicht allzu viel Leben zu verlieren. Oh, warum werde ich denn hier...
So, sammle alles mal ein hier. Ich brauche jetzt jede Gesundheit, die ich bekommen kann. Nein. Ja, laber nicht immer den gleichen Text. So, jetzt anstrengen. Ich muss mich jetzt so konzentrieren, das ist aber so schwer, weil die Fledermäuse auch noch schießen und so. Das ist echt heftig, der Bossfight hier. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, muss ich es dann im nächsten Part versuchen. Hä? So. Jetzt geht's los. Komm schon! Ja! Ja! Geschafft! Endlich! Was ist los? Verträgst du nicht die leiseste Kritik? Was ist mit dem los, Alter? Unglaublich! Sonnenschein! Huch! Nein, ich hab's weggedrückt! Ihr seid alle so nett! Verdammt, ich hab's weggedrückt! Na gut. Schatz, das Rampenlicht gehört ganz. Ich denke, ich bin glücklich in den Ruhestand, solange ich noch jung bin. Wir haben sie befreit, endlich haben den Pokal. Für mein schauspielerisches Talent. Und jetzt haben wir hier ganz viel, unter anderem Glorias Trophäe, aber auch dieses komische, was haben wir nochmal eingesammelt? Herr, wo ist denn das? Komisch, wir hatten doch irgendwie so ein Auge ein... Egal, weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.